بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وما ينفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind jetzt immer noch mit dem Buch Drus al-Lugha al-Arabiya und sind beim Kapitel oder Lektion 12 angekommen. الدرس الثانية عشرة، 12. Lektion. Und hier wieder mal ein Text. Wir fangen an zu lesen. Kaifa haluki ya bintu. Wir hatten davor schon einige Pronomen bekommen, wie zum Beispiel den ya, kaf, ha und hu. Und hier müssen wir wissen, dass der kaf, also zum Beispiel wie geht's dir, dir ist dir, das teilt sich in zwei. Weiblich, männlich. Wenn du einen Mann fragst, wie geht's dir, dann sagst du Kaifa haluka mit Fetha. Wenn du eine Frau fragst, dann sagst du Kaifa haluki mit Kesra. Und deswegen haben wir hier gesagt Kaifa haluki, ya bintu. Wie geht's dir? O Mädchen. Ana bikhairin. Also mir geht's gut. Walhamdulillah. Dank gehört Allah. Min aina anti? Wozu? Ana min Suria. Ich komme aus, oder ich bin von Syrien. Ma ismuki? Wie heißt du? Und hier wieder Kaf mit Kasra. Ismi Aminatu. Mein Name ist Amina. Aina abuki? Wo ist dein Vater? Abi Huna. Mein Vater. Und hier sehen wir wieder ein Pronomen. Abi. Denn ja, das ist mein. Huna, hier. Fil Medina Til Munawarati. In Medina Munawarati. Hua Mufattishun. Er ist Inspektor. في المدرسة الثانوية. Die المدرسة الثانوية ist sozusagen die Oberschule. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass es so viele verschiedene Arten von Schulen gibt, wie Realschule, Hauptschule, Gymnasium und so weiter. Nein, dort ist es eben, also hier ist es eben Grundschule und dann nachher die Mittelschule und dann nachher die Oberschule. Und dann nachher gehst du Gymnasium. Und das ist eben für die Madrasa al-Thanawiyya, die Oberschule. Auf Türkisch, Lisa. Wo eine Umuki? Und wo ist deine Mutter? Hier, Aydan, Huna. Sie ist auch hier. Zu dem Thema mit der Schule. Wenn ihr dort sagt, zum Beispiel 7. Klasse, 10. Klasse, 12. Klasse, 13. Klasse, die werden es nicht verstehen. Also du musst dann eben sagen, zum Beispiel Mittelschule, 1. Jahr. 2. Jahr, 3. Jahr. Oberschule, 1., 2., 3. zurück. Wo eine Umuki? Und wo ist deine Mutter? Hier, Aydan, Huna. Sie ist auch hier. Hier, Tabibatun. Sie ist Ärztin. Fi Mustashfa al-Wiladati. Mustashfa, wir wissen, Krankenhaus. Al-Wilada, Geburt. Oder das Gebären. Und Mustashfa al-Wiladati, zusammen. Entbindungsheim. So habe ich das im Internet gefunden. Woman hadhihi al-fatatu. Und wer ist dieses Mädchen? Also, wir können Fata sagen und wir können Bind sagen. Allati ma'aki. Die mit dir ist. Allati, die, ein Konnektor. Ma'aki, ma' mit, kaf, dir. Ahia Uchtuki ist deine Schwester, die Tochter meines Onkels. Ma ismuha, wie heißt sie? Ismuha Fatimatu. Sie heißt Fatima. Azamiluki, hier ist sie deine Kollegin? La, nein. Anna
في المدرسة المتوسطة. Und das ist eben die Mittelschule. Kommt von Wasat. Wort Mitte. Es ist einmal dieser, ist es noch nicht auf der. Also Mittelschule. Bitte. Es ist einmal direkt um, sorry, dass ich dazwischen Ja. gebe. Ja. Lass mich an. Sehr gut. Lärm. Achso, das ist immer noch nicht angekommen. Tut mir leid, das Internet ist heute ein bisschen schlecht. So. لا أنا في المدرسة المتوسطة. Ich bin in der Mittelschule. Und المتوسطة kommt vom Wort وسط. وسط heißt Mitte. وهي und sie ist في المدرسة الثانوية. Und sie ist in der Oberschule. ألك أخت؟ Also هل لك أخت؟ Hast du eine Schwester? لا. ما لي أخت؟ Also ich habe keine Schwester. Man kann auch sagen, zum Beispiel, Laysa li ukhtun, das geht auch. Alaki achun, hast du einen Bruder? Naam, li achun kabirun. Ja, ich habe einen großen Bruder. Wa huwa talibun, und er ist Student, bil jami'ati, in der Universität. Und wir sagten, das Wort, das Tamarbuta hat, das ist Universität. Wenn es aber kein Termarbuta hat, Bil-Jami'i, dann ist es Jami, also die große Moschee. Und Masjid ist die kleine Moschee. Waman hadha tiflu. Und wer ist dieses Kind? Alladhi ma'aki. Das mit dir ist. Huwa ibnu achi. Er ist der Sohn meines Bruders. Ma ismuhu. Wie heißt er? Ismuhu Sa'adun. Er heißt Sa'ad. Afi al-Bayti Ummuki al-An. Afi, also Helfi, ist in dem Haus. Fil Bayti. Ummuki, deine Mutter jetzt. Ist deine Mutter jetzt zu Hause? La, nein. Dhahabat ila al-Mustashfa. Nein, ist zum Krankenhaus gegangen. Bis hier irgendwelche Fragen? Okay. Jetzt haben wir die Aufgaben. Iqra waktub. Lies und schreibe. Fangen wir mit Ahmed an, dann Herr Hussein. Immer wieder eine Zeile. Und ihr lest das und übersetzt das auch. كيف حالك يا أبي؟ Wie geht's dir, mein Vater? Oh, mein Vater. Und كيف حالك يا أمي؟ Wie geht es dir, meine Mutter? Genau. Hussein? أين ابنك يا زينب؟ أين ابنك؟ Ibnuki, also okay. Ibnuki, wo ist dein Sohn, O Zeynep? Dhahaba ila al-Masjidi. In die Masjid, ist es direkt Moschee oder ist es dieser Ort genau, die zum Moschee. Lernen?
Okay, die Moschee. Erst in die Moschee gegangen. Okay. Jetzt Ahmed. Eine Bintuki ja Aminatu ذهبت إلى المدرسة. Wo ist deine Tochter? Oh, Amina, sie ist zur Madrasa gegangen, also zur Schule gegangen. Genau. Jetzt Hussein. لمن هذا الساعة لمن هذا الساعة الجميلة تو Da steht aber Liman Hadi. Yes, genau, Liman. Hadi ist Sahatul Jamilatu. Was heißt Sahatul Jamila? Sa heißt Uhr. Jamila heißt schön. Ah, schöne Uhr. Genau, schöne Uhr. Liman heißt auch von wo, oder? Nicht von wo. Von wo? Min eine. Li ist für. Oder wem? Achso, genau. Für wen? Für wen ist diese schöne Uhr? Eigentlich hier genau gesagt ist das, wem gehört. Also im Arabischen benutzen wir La Hermi Liman. Liman. Dieses Lam hat sogar einen eigenen, also das Lam des Besitzes. Okay. Dann könnt ihr euch so merken, dass dieses Lam, wenn es mit Liman zusammenkommt, oder auch getrennt, dass es dann eben mit Besitz etwas zu tun haben soll. Ach so, okay. Genau, also wem wird diese schöne Uhr? Oder wessen ist diese schöne Uhr? Ahi leki ya Fatima, ist das deine? Ja, Fatima, du? Ist das deine, O Fatima? Naam, hier li, oder hier li, oder? Genau, hier li. Sie gehört mir. Okay. Jetzt Ahmed. Ahada qala muka ya Muhammad. La hada qala muka anta. Chazuchish? Also ich übersetze, ne? Also ja. Ist dies dein Stift, ja, Mohammed? Nein, das ist dein Stift. Genau. Okay, Hussein. Tilka sayaratul jamila allati kharajat al-ana. Ich erkläre das gleich. Okay. خرجت الآن من المدرسة من للمدير. Versuch mal zu übersetzen. Das sind heute auch letzte, oder? Okay. Tilke Seiro, also ja, dieses mal. Auto, also das schöne Auto. Ah, okay, warte ganz kurz. Elati. Okay, ich warte. Dieses schöne Auto weggefahren ist? Oder was, also was gerade? Nicht ja, weggefahren. Also weggefahren. Wir haben ja. Das Wort Kharaja haben wir schon einmal gelernt. Zahaba und Kharaja.
Kharaj ist ja rausgehen eigentlich. Genau. Aber ein Auto geht ja nicht. Es geht raus oder es ist weggegangen oder so. Okay, also, ja, okay, gut, das ist dann sozusagen die nächste. Eine Unterschiedlichkeit in den Sprachen. Okay. Also, was gerade sozusagen weggegangen ist, oder was hier jetzt verlassen hat, ist. Genau. Ist von der Schule, vom Direktor? Oder vom Du musst Direktor es dieser trennen. Schule? Du musst es trennen. Du musst min al-Madrasati musst du mit dem Verb verbinden. Und dann nachher, nachdem man beschrieben hat, welches Auto du meintest, sagst du dann lil mudiri. Ach so, warte mal. Ach so, okay. Also was gerade aus der Schule weggegangen ist oder was die Schule verlassen hat, gehört Genau. dem Direktor. Genau, super. Und Okay, jetzt. Du wolltest erklären, wie Kharajati. Ach so, ja, hast du mich gut erinnert. Jetzt, wir haben ja das Wort Dhahaba und Kharaja. Das ist, wenn es maskulin ist, also er in der R-Form. Weiblich, dann fügen wir noch ein T hinzu. Eigentlich hat dieser T Sukun, also Kharajet. Aber, weil wir jetzt den L-Ana, den Lam von L-Ana, der ist ja auch Sukun. Und T hat auch Sukun. Und weil zwei Sukun zusammengekommen sind, geben wir den T ein Kesra, damit wir das verbinden können. Und dann sagen wir, Kharajatil Ana. Okay? Soll ich weitermachen? Okay, jetzt bist du dran. أنت مهندس يا سيدي لا أنا طبيب. Bist du ein Ingenieur, O Seyyid? Nein, ich bin ein Arzt. Genau, hier O Seyyidi, das heißt O mein Herr. Also ich dachte, wenn dann noch so, okay. Genau. Ja, Sayyidu. Aber wenn man hier jetzt den Damir, den Pronomen hinzugefügt hat, weiß man dann, dass es eben ein also Herr bedeutet. Okay, jetzt ist Hüseyin dran. أنت طبيبة يا سيدتي. Bist du Arzt, oh meine Herren? لا أنا مدرسة. Nein, ich bin Lehrerin. Und was heißt die Frage? Achso, hat man die nicht mitbekommen? Also ich habe nichts gehört. Ich habe dir gesagt gehabt, also auf Arabisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Okay, auf Deutsch heißt das, bist du Ärztin, oh meine Herren? Genau. In der neuen Auflage heißt es, also steht hier Atabibatun Endi. Okay, ja. Okay. Dann geht es jeden. Hast du eine Frage? Ja, ich glaube, Internet ist heute sehr schlecht, weil ich habe die Frage schon seit, ich habe das schon vor 20 Sekunden gesagt gehabt. Auf jeden Fall, meine Frage ist, Sayyidi heißt ja Herr und Rabbeti heißt ja auch Herr. Also Rabbeti jetzt nicht im Sinne von unbedingt Allah, sondern man sagt ja auch Rabbetul Bayt oder Rabbul Bayt. Was ist der Unterschied sozusagen zwischen Rabb und Sayyid? Sayyid heißt Herr und Rabbul Bayt heißt auch Herr, aber von der, also Sayyid kommt von Sade, also führen, vorne sein. Rabb bedeutet von Erzieher, Terbia. Rabbeitu.
Und somit bei heißt nicht sowas wie Herr, aber die Eigenschaft ist ein bisschen anders. Also der Rabbul Bayt ist derjenige, der sich um die Familie kümmert, der sie erzieht. Und Sayyid ist eben der, der sie führt. Okay? Ich glaube, dann ist die Frage beantwortet. Iqra kulla jumlatin min al-jumal al-atiya. Lies jeden Satz von diesen Sätzen, die kommen. Thumma iqra'ha maratan ukhra. Dann lies sie nochmal. Ba'da taghyir al-munada. Nachdem du den Munada, den Gerufenen, kennst. Kama huwa muwaddah, genauso wie es erklärt worden ist. Fil-mithal, im Beispiel. Wir haben das Beispiel, Mithal. Aina qalamuka, ya Abi. Wo ist dein Stift, oh mein Vater? Und bei weiblich sagen wir dann Aina qalamuki, ya Ummi, wie wir es schon von Anfang an gesagt haben. Und genauso, wenn wir dann die Beispiele machen. Bei einem haben wir immer Ka und bei der Lücke müssen wir dann immer Ki sagen. Fangen wir mit Ahmed an. عندك قلم يا محمد und dann عندك قلم يا آمنة قلم Genau. Aber عندك قلم يا محمد. هاي محمد so Und ich habe Mohammedun gehört, ich weiß nicht. okay. Okay, und danach eben عندك قلم يا آمنة. Okay, jetzt Hussein. أين بيتك يا سيدي؟ أين بيتك يا سيدي؟ هذا الدفتر لك يا علي؟ هذا الدفتر لك يا فاطمة؟ Genau. لا. In der Frage hat man hier eben Alaka hadha daftaru ya Ali und dann Alaki hadha daftaru ya Fatimatu. Okay, jetzt sind wir mit Hussein. من أين أنت؟ من أين أنت أخي؟ أنت من أين أنت يا أختي؟ Genau, super. Ahmed. أين أبوك يا خالد؟ يا خالد. Also يا خالد. Dann أين أبوك يا أختي جاتو Genau. Jetzt Hüseyin. أنت مريض يا خالي؟ أنت أنت مريض يا خالتي يا خالي يا خالتي أأنت مريضة؟ أصو مري مري مريضة مريضة. Was ist jetzt Khal? Was bedeutet Khal? أوكي Von welcher Seite? Mutter. Genau, super. Jetzt Ahmed. أين بنتك يا عمي؟ أين بنتك يا عمتي؟ أين بنتك يا عمي؟ أين بنتك يا عمتي؟ Und davor, auch bei Nummer 6, will ich auch sagen, dass bei der neuen Auflage nicht Ente Meridun steht, sondern Amir Meridun Enta.
Okay, 10, 8. Alaka Achun Ya Hamidu Alaki Achun Ya Suadu Ya Suadu. Achso, Suad. Achso, okay. Ich habe mich schon gefragt, was sein Name ist. Okay, jetzt Ahmed. ماذا عندك يا أخي؟ ماذا ماذا عندك يا أختي؟ Jetzt fürs Letzte. السلام عليك يا أبي. السلام عليك يا أمي. Okay, dann machen wir heute hier Stopp. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja. Was war nochmal Al-Lati? Okay. Al-Lati? Ja. Al-Lati und Al-Lati, das sind die Konnektoren. Also zum Beispiel der Stift, der dort ist. Ah, oder okay. Die Frau, die... Alladhi ist für maskulin und allati ist für feminin. Okay, also Relativpronomen. Genau. Okay. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.